Geht runter und frisch sofort alles auf, wo es geht. Was soll das da? Wisst ihr, ich fürchte was. Ich fürchte, ich muss was tun, was ich eigentlich ungern tun würde. Und das wird den Stream zweiteilen. Denn ich muss ehrlich sein, zu müde. Und das erfüllt meine eigenen Standards nicht. Ich möchte hier nicht sitzen und fast am Wegschlafen sein, weil ich das Gefühl habe, dass dann, naja, ich euch nicht ausreichend bieten kann. Ich möchte jetzt eigentlich nicht machen. Ah, ich möchte den Stream aber auch nicht abkürzen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu müde für etwas sehr eintöniges wie das RNG, das wir jetzt gerade durcharbeiten müssen. Hey Savannas, wie geht's? Wie steht es? Leid. Probieren wir es weiter. Laden. Da. Laden. Ach, Dark Titles runter im Stream. Dann macht Dark Titles. Ja, wenn ich bei Siedler 1 einschlafe, dann weiß ich nicht, ob ich. Na gut, Dark Titles ist nicht so viel RNG, was das angeht, aber ich könnte da nichts hinliefern. Außerdem ist die Hand zu sehr im Arsch dafür. Bei Dark Titles muss ich so viel klicken, dann bringt mich die Sehnscheidenentzündung um. Ich muss es nicht schlimmer machen. Aber das ist einfach nur Ketzerei hier! Frech! Wir machen. Einfach nur abscheulich. Abscheulich, sage ich. So. Gewinn das. Die gewinnen nichts. Die gewinnen nichts. Der gewinnt immer. Wie ist das möglich? Wie oft habe ich neu geladen und wie oft solo der Typ unsere gesamte verdammte Burg? Hi Phoenix! Nein, wirklich! Das ist. Das ist einfach nur. Das ist Ketzerei! Zwei Fragen, ob Pioneer Panels auf Pagonia gratis ist? Nein? Nicht, dass ich wüsste. Und wann Sea of Thieves? Nicht, dass ich wüsste. Ist der gerade zum ersten Mal jemand gestorben? Ja, aber der tötet sofort den ganzen Rest. Ja, es geht so nicht. Aber warum sollte Pioneers of Pagonia gratis sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel nicht mal. Also, warum sollte es gratis sein? Was lässt sich glauben, dass es irgendwie eine Option wäre? So, Verteidigung 32 nehmen wir auch noch mit rein. Wir laden jetzt so lange neu, bis der erste hier stirbt und dann. Vergessen wir. Und Verteidigung 3. Weil die Leute kein Geld machen mit Gratis-Spielen. So. Warum landen wir direkt mitten im Kampf? Wir legen die schon wieder los. Laden. Verteidigung 32 nochmal. Wir müssen dann nochmal neu laden, bis er gewinnt. Einfach einen Battle Pass rein. Geh! Nein! 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 Hört auf Battle Passes alles rein zu tun! Ich will keine Battle Passes mehr! Wie wär's mit einfach ein Spiel rausbringen und das ist dann fertig? Und dann kann man das spielen! Und dann macht man einfach ein neues!
So. Und auf gar keinen Fall möchte ich Live-Service-Elemente in einem verdammten Aufbauspiel sehen. Das gehört sich nicht. SimCity. Ich finde mich darüber lustig, aber ich habe SimCity selbst nie gespielt, also... Teil 3. Ende. Laden. Laden. Verteilung 32, so. Ende. Laden. Wir selbst kamen uns hier durch. Ist mir so egal. Mag eintönig sein, aber es ist nicht so eintönig, wie die Burg durchgehend verbrennen zu sehen. Weil irgendjemand plötzlich einfach den Giga-Chat-Saft getrunken hat und einfach alle Leute auf einmal wegprügelt. Bischof, der im Fenster gespiegelt wird? Besen. Der Besen, der im Fenster gespiegelt wird. Laden. Manchmal muss man halt die ganzen Katzenhaare zusammenfegen, die jemand überall hinterlässt. Den Besen, den fresse ich gleich. Aha. Dieses Spiel und ich. Wisst ihr, ich dachte, Darktide wäre anstrengend für die Hand. Aber das hier, das ist ja schrecklich. Nein, du darfst nicht sterben, verdammt. Wir haben nicht so viele Soldaten und aus irgendwelchen Gründen kann der Gegner die einfach rausprügeln. Gewinn das, verdammt! Ich werde dich so lange aus dem Tod wieder zurückreißen, bis du den Kampf einmal gewinnst, Sisyphos. Nein, er hat mich fast getrickst. So. So. Ich weiß, dass es jetzt gerade sehr ambitioniert darauf zu hoffen, dass der Gefreite irgendjemand tötet, aber dennoch. Wie macht der das jetzt? Okay, dann. Wisst ihr was? Nehme ich das. Soll Sisyphus halt sterben. Ist der Angriff damit abgeschlossen? Dürfen wir jetzt speichern, ohne dass der nächste Angriff ankommt? 23.2. Was machen, damit du es jetzt tust? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, ich weiß da auch nicht mehr. Ich bin so todmüde. Ich habe für einen kurzen Moment erwogen, einfach legitim den Stream heute kürzer zu machen und irgendwann am Wochenende weiterzumachen. Weil ich einfach auseinanderfalle. Aber das wird schon alles passen. Möchte ich gerade eigentlich nur ins Bett legen, mich ins Bett legen und mich einkrümmen oder einkugeln und mich in den Schlaf weinen? Ja. Werde ich das tun? Höchstwahrscheinlich nicht. Das frage ich mich auch. Ich habe heute Nacht irgendwie so 3,5 Stunden gehabt. Da ist doch schon wieder. Der kommt ja schon wieder mit seinem Schwachsinn. Ich hasse dich. Solok? Dich sodomiere ich, wenn ich mit dir fertig bin.
Der Drecksack hat einfach zu viel Gold. Nehmen wir die einfach mal. Nein, noch nicht. Ich nehme ein paar Verluste hin. Wie viel haben wir noch drin? Den Verlust nehme ich nicht hin. Was gerade 32 oder 3? Ich habe keine Ahnung. Ist doch so egal. So. Phoenix. Möbel schleppen. 50 Kilo Möbel schleppen. In der Schule kannst du zumindest so tun, als wenn du Schlaf nachholst. So, laden. Hört ihr auf zu sterben, verdammt! Ich lade gleich neu. Ich will nur sehen, wie viel er mitmacht. Was der Angriff? Dann ist mir egal. Nein. Okay. Ich lade doch nicht neu. Ist mir egal. Sterbt halt. Wenn wir noch mal irgendwo angegriffen werden, werde ich jemanden umbringen. Die Mine ist leer. Schön. Weg damit. So. Und so. Und so. Die Lehrerin rumheulen. Ja, dann... Entschuldige mich. Was hast du gerade zu mir gesagt, du kleines Stück Kot? Wisst ihr, ich sehe schon den Schwachsinn ankommen, aber ich möchte eigentlich am liebsten kurz mal alle Leute ins Lagerhaus zurückziehen, um die kurz mal Turbo hoch zu rekrutieren. So, die sollen sich jetzt kurz mal hoch rekrutieren. Ist ja 444 Stunden gesehen auf Fisch. Ja, du bist auch unter den Top-Chattern mit dabei, hat mein Rückblick mir gesagt. Erstmal sichern wir. 23, was auch immer hier los. Macht einfach hin. Macht hin das Spiel. Kunsche guckt zu. Und wisst ihr was? Warum baut ihr eine Burg? Warum, wie viele Burgen bauen die da hin? Nein. Absolut nicht. Das könnt ihr absolut vergessen. Fahrt zur Hölle. Niemals. Brennt das nieder. Wir sind im Angriff jetzt auch stärker als in der Verteidigung. Durch unser Gold. Außer der Hauptmann, wie es aussieht. Der wird einfach nur gedemütigt. Was ist falsch mit euch? Na also. Das ist so arsch mir noch eine dämliche Idee hier. So. Wisst ihr, ich glaube, das ist ein Zeichen von Gott. Was glaubt ihr? Ist das ein Zeichen von Gott?
Was will Gott mir damit sagen? Nein, wirklich! Was willst du mir damit sagen? Eine beschissene E-Mail hätte es auch getan! Die werden nicht so verdammt nochmal, die werden verdammt nochmal nicht so kryptisch! Vermutlich. Ich will versucht, die Gelegenheit zu nutzen. Eine faire Frage. Hol ich mir Paradise of Pagonia für 25 Euro auf Steam oder für 24 Euro? Für 25 ist eine schön glatte Zahl. So. Abgesehen davon, wenn es ein Spiel ist, das tatsächlich gut ist, dann können die Entwickler durchaus unterstützt werden. Warum startet das Spiel eigentlich schon wieder? Ich habe jetzt die perfekte Ausrede, die perfekte Gelegenheit, um zu sagen, nö, wir machen nächstes Mal weiter. Laden. Angriff. Vielleicht werden die Soldaten diesmal nicht so gedemütigt für diese Aktion. Das ist generell, was immer gesagt wird und weswegen so viele Leute so gehypt waren. Ich meine, es ist wahr. Das ist der gleiche Mensch, der das hier verbrochen hat, was ich hier gerade durchleben darf. Gewinnt ihr das hier wohl? Warum geht ihr ins Lager aus? Was machst du da? Habt ihr es tatsächlich verloren? Nein! Wobei eigentlich, warum solltet ihr es angreifen? Das ist keine Burg. Das hier allein hat schon gereicht. Jetzt geht's ums verdammte Prinzip. So. Was habt ihr euch eigentlich schon für einen Schlaganfall hier zugezogen? Und warum lebt ihr eigentlich noch? Tötet euch gegenseitig, verdammt. Die haben sich beide einfach so einen riesigen Stau zugezogen. Also. Wir sichern. Name neu. Rekruten. Ich halte stand, liebe Gemeinde. Ich halte stand. Geht auf ein Minimum und schaut mal, was passiert. Rekrutiert euch schön brav voll, dann steigt auf, werdet richtig krass konkrete Soldaten und dann löschen wir diese Ketzerei hier auch. Also wie viele Lagerhäuser hast du hier gebaut? Zolok muss sterben. Ich hasse diesen elendigen Hofnarren. Mit seinen komischen Glöckchenschuhen, die stecke ich ihm so tief in sein Gesäß rein. Seine Glocke zum Zungenpiercing. Wer, warum bist du schon wieder hier? Lass das. Was? Also, darf ich bitte meine Truppen einmal voll machen? Ich würde gerne sein Gold abschneiden, aber er hat sich schon so sehr vollgestopft, weil sein Zeug, dass es keinen Unterschied mehr macht.
So. Sichern wir unter Angriffszahl können wir ändern. Rekruten 2, so. Und jetzt möchte Soldaten, die da rauskommen, dann richtig krass werden. Möchte alle zu Hauptmännern befördert sehen. Wir haben schon 14 Mann Soldaten gemacht werden können. Die werden es nicht. Gut. Unsere Kampfkraft scheint zu steigen. Der Anteil an guten Soldaten steigt auch drastisch. Wir haben wieder ein paar Sekunden Ruhe gehabt. Wir überschreiben Rekruten. Da können wir immer zum vorigen Spielstand zurückkehren. Wenn wir so alle paar Minuten immer das überschreiben. Und dann geht das. Dann ist das hoffentlich gut. Hoffentlich.